Hallo zu einem neuen Video. Ich habe was zum Unboxen. Zwei gefüllte Briefe haben mich erreicht und ich dachte, das packe ich mit euch zusammen aus. Also, hier ein kurzes Intro. Das waren zwei Deals bei eBay Kleinanzeigen. Das stimmt nicht ganz. Da muss ich sagen, das eine ist Kleinanzeigen. Ich habe und das ist ein kleiner Deal aus einer Facebook-Gruppe. Und den mache ich mal als erstes auf. Ich hoffe, das ist auch nicht zu durcheinander, weil es war ziemlich sortiert auf dem Bild. Ist jetzt auch sehr nostalgisch, so ein bisschen. Na, schön aufmachen. Aber ihr liebt ja auch Unboxings und ich habe jetzt lange keine Chance, das zu sehen. Und weiter geht's. Noch ein Umschlag. Okay, Umschlag im Umschlag. Erster zur Seite. Und dann machen wir weiter auf. Der ist auch sehr gut verpackt. Machen wir mal da auf. Am Ende. So. Und ja, es ist leider sehr durcheinander. Also das heißt, ich darf sortieren. Gerne wäre es in kleinen Tütchen schön gewesen. Aber ich darf es jetzt alles noch mal ein bisschen sortieren. Das sind, wenn ihr seht, ihr seht das vielleicht schon, Panini-Sticker. Von verschiedenen Serien. Ich musste jetzt natürlich ein bisschen wieder sortieren. Das schaffe ich natürlich nicht in dieser jetzt, während ich das aufnehme. Aber ja, egal. Komm. Hier ist auch einer noch drin. Ne? Irgendwas klebt da noch. Da sind auch noch welche. Im Klebeband festgehangen haben, leider. Ja, klebt es ein bisschen ärgerlich. Und mehr ist da nicht drin. Alles klar, kann weg. Also ihr seht eine ganze Menge Sticker. Warum habe ich es mitgenommen? Ich habe noch ein paar ältere Alben aus den 80er, 90ern, auch von meinen Geschwistern. Und hier waren so ein paar Serien dabei, die ich habe und vielleicht ein bisschen vervollständigen können. Da ist zum Beispiel 101 Dalmatiner dabei. Ja, wie ihr seht, alles durcheinander. Anastasia. Ich kann euch das kaum zeigen, aber hier Anastasia, zum Beispiel schönes Bild. Sogar Bildnummer I1, weiß ich nicht, ob es ist, aber schönes Silberbild. Es sind Asterix-Bilder dabei. Mal sehen, was ich ein Bild mit Asterix. Hier ist Obelix aus der Serie. Ja, hier auch noch mal ein schönes Kelloggs Bild sogar von Anastasia. Ja, hier wie gesagt, Anastasia Album auch von Panini. Hier Kelloggs Bild mit Namensschildchen und Anastasia. Sehr schöne Sachen und es hat alles zusammen für 12 Euro inklusive Versand. Fand ich auch ganz witzig. Hier ist zum Beispiel Dino Game, Dinosaurier. Hier ist Disneys Herkules. Gut, wie gesagt, es ist leider durcheinander. Das ist ja so, man kann es immer nicht sagen, wie es ist. Ich glaube, es war noch die Serie Disney's Herkules. Hier auch nochmal ein schönes Disney-Herkules-Bild. Ja, wie gesagt, wegen den paar Serien hat mich das gereizt. Und das Dino-Game, das ist jetzt keine Serie, das sind irgendwie mit Dinosaurier. Ich kann da nicht viel zu sagen. Hier ist so ein Gesamtbild irgendwie, als ob jemand bekämpft. Sieht nicht schlecht aus. Das wird mich wahrscheinlich auch verlassen. Ich werde jetzt von den Disney-Sachen hauptsächlich, deswegen habe ich es geholt. Aber es sind wirklich eine ganze Menge, ihr seht es. Und oftmals sind die wesentlich teurer und warum nicht. Vielleicht kriege ich gerade von Dalmatina, habe ich Alben. Zwei sogar, von meinen beiden Schwestern je eins. Vielleicht kann ich da was vervollständigen, da freue ich mich drüber. Wie gesagt, ihr seht, ich muss es sortieren. Und das ist natürlich ärgerlich. Hier habe ich eine ganze Menge Anastasia-Bilder. Hier ist nochmal 101 Dalmatiner.
Und ja, gut. Ich hatte jetzt nicht gedacht, ich hatte gehofft, dass es so ein kleines Tütchen ist, so jeweils, weil sie waren schön gestapelt bei dem Foto. So natürlich ein wenig, ja, enttäuschend. Na, hier klebt das so ein bisschen. Ich hoffe nicht, dass sie dann irgendwo festkleben. Bisschen ärgerlich, dass es im Klebeband hängen geblieben ist. Gut, und gehen wir zu Box Nummer 2 oder Umschlag Nummer 2. Was mag da drin sein? Klar, ich hoffe, dass ich das weiß noch, was da ist. Das war von Kleinanzeigen. Wenn es das ist, was ich hoffe und denke, und sind das Comics. Die Comics, dafür habe ich inklusive Versand 22 Euro bezahlt. Sind ein paar Doppelte dabei, aber ein paar Comics, die ich gesagt habe, die möchte ich gerne haben. Ganz aufreißen, wird eh weggeschmissen, der Umschlag. Ich habe genügend, die ich wiederverwerten kann. Den muss ich nicht wiederverwerten. So, auf ist es. Ein bisschen muffig riecht das schon. Aber gut verpackt in Zeitungspapier. Vorsichtig ausgepackt. Und dann seht ihr vielleicht das auch schon. Hier habe ich ein Transformers Nummer 3 Comic oder Transformer. Das ist wirklich aus den, von 86 müsste das gewesen sein. Das habe ich selbst damals auch gekauft. Das erste Transformers Comic, was ich je hatte. Ich habe es immer noch in meiner Version. Ich gucke gerade hier, ob hier ein Datum steht. 86, genau. In Deutschland ist es genau, sind drei oder vier Comics. Das muss ich raten. Kann ich gleich sehen am Ende. Ne, es sind drei Comics leider nur erschienen. Das lag daran, dass die TV-Serie nicht in Deutschland gezeigt wurde. Sanbo oder Hasbro hat mit ZDF damals oder AD keine Einigung erzielt und somit wurde die Toyline, die zwar rausgekommen ist, aber kaum einer hat sie mitbekommen. Deswegen ist Transformers zum ersten Mal bisschen untergegangen. Es sind halt die Marvel-Comics, die in Deutsch umgesetzt wurden, die und ja, gar nicht so schlecht. Auch hier Indiana Jones, eine großartige Serie, kann ich auch noch mal besprechen, weil ich habe alle komplett in Englisch, in Deutsch sind auch nur ein paar erschienen. Gut, auf jeden Fall, das Transformers-Comic ist dabei, sieht auch ganz gut aus. Auch hier habe ich Transformers-Comic Nummer 2, das habe ich sogar nachbestellt damals. Nummer 1 hat lange gedauert, bis ich es gefunden hatte, aber das habe ich auch. Auch hier ist ebenfalls, wie gesagt, von 86. Einfach nur großartig. Ja, Spider-Man hatte einen Gastauftritt relativ früh. Und dann seht ihr es auch schon hier, Mask Nummer 1 und 2, eine Doppelausgabe. Das habe ich noch gar nicht gehabt. Mask sammle ich ja die Comics so jetzt so ein bisschen. Figuren auch ein paar, ausgewählte eher. Auch hier seht ihr, großartig mit Werbung. Könnt ihr sehen. Ja, ist jetzt im gebrauchten Zustand, ich muss ihn noch einmal sauber machen, aber auch sehr schön, auch die Zeichnung gefallen mir sehr gut. Hier bei Tracker, bei Bola L, so ein kleines Gewinnspiel, auch wenn ich das heute lösen könnte. Frage 1 nochmal, Matt Tracker, was ist euer Lieblingsfahrzeug? Ja, da kann ich ja alles eintragen. Ich sag mal Condor, aber, oder Raven, wie dem auch sei, ich krieg leider keinen Gewinn mehr. Gut, Best Comic Nummer 1 und 2 zusammen, Doppelnummer, fehlte mir, wollte ich haben. Und dann gab es noch dazu, auch wenn ich schon hatte, aber ich habe es mitgenommen als von Transformers. Das ist dann ein in den 90ern erschienenes Transformers-Comic. Hier seht ihr auch wirklich Transformers. Da freue ich mich, es ist nur Transformer, die Transformer. Also da wurde es wirklich deutsch übersetzt. Und ja, es ist ein Sonderheft. Das waren, hier sind das jetzt britische Comics, britische Marvel-Comics, die übersetzt wurden. Ja, waren auch ganz gut gezeichnet, aber die waren etwas eher nach den Toys als nach den etwas eher nach den Toys gezeichnet als eben halt nach den Zeichentrickfiguren wie die amerikanischen. Auf jeden Fall nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob es vollständig ist. Hier in der Mitte sieht es ein bisschen, sieht gut aus. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt ein Bastelbogen war oder so. Der fehlt. Doch, mit großem Bastelbogen. Der Bastelbogen fehlt.
der ist nicht mehr da drin. Aber ansonsten ist das Comic vollständig, Comic Nummer 2. Habe ich auch schon in meiner Sammlung, aber ich habe es jetzt mitgenommen, um auch den Komplettpreis zu haben. Was mich aber wirklich interessiert hat, sind eher diese beiden Comics. Hier haben wir der Supercomic zum großen Kinoerfolg, Starfight, für seinen Traumkampf zwischen den Sternen. Es könnte im Deutsch The Last Starfighter gewesen sein, wenn ich das richtig erinnere. Müsste sie nämlich genau sein, Starflight. Ich glaube, das ist der The Last Starfighter. Es ist die Comic-Version des Buches, auch großartig gemacht, das überhaupt zu finden. Die sind auch schon recht selten. Und ja, fand ich sehr interessant, wollte ich auch mal gucken. Und Starflight 2 und Buckaroo Banzai. Das heißt, hier im Endeffekt habe ich Buckaroo Banzai. Buckaroo Banzai ist auch ein amerikanischer Cool-Science-Fiction-Film mit Peter Weller, der Robocop gespielt hat. Und hier, ja, hier sehe ich sogar Making-of drin, finde ich richtig geil. Hier sehen wir Buckaroo Banzai. Ich gucke gerade mal, ob ich ein Bild finde. Ja. Yeah. Unten John Lithgow als Bösewicht, richtig cool. Mal sehen, ob ich Peter Weller auch auf einem der Bilder finde. Ja, auch ein junger Jeff Goldblum spielte mit. Hier könnt ihr vielleicht sehen. Auch richtig cool. Auch empfindlich, muss ich aufpassen, weil ist halt auch von 1900. Oh, 6 Mark etwas gekostet. Und das ist erschienen 84. Die Geschichte. Ach, Christopher Lloyd. Doc Brown hat auch mitgespielt. Auch sehr, sehr lustig eigentlich. Und richtig, richtig witzig. Ansonsten haben wir ja hier Buckaroo Banzai. Ist halt sehr abgedreht und ja. Und dann haben wir Last Starfighter. Ich glaube, das ist fast dieselbe Geschichte hier drin. Ich gucke gerade. Ja, das ist die gleiche Comic hier nochmal mit drin. Ja. Das war ein kurzes Unboxing. Ich habe ja Spaß gehabt dabei und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hinterlasst ein Like, vielleicht ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt, und kommentiert. Habt ihr auch eins dieser Panini-Serien gehabt? Was sagt ihr zu den Comics? Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.